Hey Leute, willkommen zu einem neuen Unboxing-Video. Heute haben wir einen Ausgleichsbehälter da, und zwar von der Firma EK Waterblocks. Und das ist der EK Multi Option X2 RES 250 und zwar in der Advanced Edition. Denselben Ausgleichsbehälter gibt es auch in einer Basic Edition, allerdings hat er da weniger Zubehör. Jo, zu den Specs vom Ausgleichsbehälter. Er kommt mit standardmäßigen G1/4 Zoll Anschlüssen. Hat eine Kapazität von 285 Milliliter, ist 250 mm lang, hat einen Durchmesser von 60 mm und wiegt knapp 0,44 Kilogramm. Zum Zubehör kommen wir später. Ich würde sagen, wir machen ihn mal auf. So, hier haben wir gleich mal einen Installationsguide. Zum Zubehör, das ist eine Antizykloneinheit von EK. Hier die Halterungen und natürlich sämtliches Installationszubehör von den Imbusschlüsseln bis hin zu den Schrauben und Deckeln. Ja, und hier ist er schon, der Ausgleichsbehälter. Er ist sehr massiv gebaut, ist aus Plexi und POM, hat eine sehr reichhaltige ein sehr reichhaltiges Anschlusslayout. Wir haben hier jeweils zwei Anschlüsse im Boden, drei an den Seiten unten und einen oben. Die Röhren sind bereits vorinstalliert und können bei Bedarf aber auch wieder deinstalliert bzw. neue dazu installiert werden, wie zum Beispiel eben die Antizykloneinheit. Die schauen wir uns mal genauer an. Die wird so montiert, dass das Wasser hier reinkommt, was bedeutet, dass es nicht verwirbeln kann, sondern hier richtig zerstoßen wird in diesem ja, die Halterungen sind eigentlich gewöhnliche POM-Halterungen und sollten ihren Dienst verrichten, haben wir auch hier ein Montageloch für die Installation für die Installation im Gehäuse und hier auch mit einem netten EK-Logo. Ja, was haben wir hier noch? Sämtliches Anschlusszubehör bzw. Installationszubehör, angefangen von Schrauben und Muttern über die passenden Imbusschlüssel und die Verschlüsse für die nicht brauchbaren Ausgänge bzw. Eingänge. Ja, und das war's auch schon. Hier nochmal der Ausgleichsbehälter. Man sieht sich.